Hallo, ihr Quirlinge! Vier Helden im Dunkeln, vier Helden im Keller, in der Burgruine im Wald östlich von Darja. Und wie sie dahin gekommen sind, erzählt uns Havel. Bitteschön. Dankeschön, wir sind zu Fuß dahin gekommen, ja. Ach, ja. Nicht in einer Sänfte, ach wie schade. Ne, Gewirr, jetzt quatscht dem Dennis mal nicht dazwischen, ja? Danke, Meister. Er hat gerade den Redestab. Ich hab den Redestab. Also, wir haben nach dem Frühstück eine kleine Diskussion darüber geführt, ob wir das Unternehmen abbrechen wollen, sind zu dem Ergebnis gekommen, nein, das tun wir nicht. Dann haben wir uns gerüstet, zwei Fackeln hergestellt, so provisorische Fackeln, und sind dann die Treppe runter und haben dann dort einen dunklen, verwusten Gang vorgefunden auf der einen Seite, also Richtung Westen, und Richtung Osten Geröll mit einem kleinen, ich sag's mal Tunnel, wo man vielleicht durchkriechen könnte. Den haben wir dann etwas näher untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir erstmal den Westen vom Keller untersuchen. Und das ist jetzt der Endstand. Wunderbar. Genau, an dem Punkt sind wir stehen geblieben. Die Tokens können sich gern noch ein wenig umsortieren, sodass alle hier unten in dem Raum stehen. Ja, Moment. Wo ist denn hier dieser Zipfel? Da. Och, der Kaspar ist so dick und fett mit seinen Token. Er hat schwere Knochen. Und ausufernde Roben. Genau, aber Kaspar, eine elegante Robe hat er auch. Dürfen wir jetzt dadurch davon ausgehen, dass wir uns alle in dem Raum, in dem wir stehen, jetzt umgeschaut haben? Oder müssen wir das nochmal extra... Nein, ihr habt euch alle darin umgeschaut, denn viel gibt es nicht zu sehen. Ungefähr da, wo Alinde steht, ist nochmal so in etwa hier, ist nochmal ein etwas größerer Haufen Geröll, aber nicht... Ich dachte, das ist eine Gruppe, das ist... Ein Eulenbär, wenn überhaupt. Ein winterschlafhaltender Eulenbär. Nee, ein sommerschlafhaltender Eulenbär. Also langsam habe ich ja Lust, den Chimeroform zu lernen. Einfach nur, um den Eulenbär und Dachsotter mitzubringen. Alinde sagt schön. An Esther gewandt, Frau Esther, denkt an eure Kiesel. Esther nickt und kramt einen Kieselstein aus der Gürteltasche hervor. Und wirft diesen mit Schwung den Gang runter. Und guck mal, ob das erstmal irgendeinen Effekt hat. Du hörst das zu erwartende Geräusch von Kieselstein auf Steinboden. Mehrmals. Also weil er halt aufkommt, nochmal ein paar Zentimeter fliegt, ne? Also nicht... Klar. Aber erstmal, es kommt nichts irgendwo seitlich aus einem der potenziellen Türöffnungen. Nein, kein Rentner reißt die Tür auf und sagt, macht nicht hier so einen Lärm. Okay, dann gehe ich mal langsam bis hier. Mhm. Ja. Ihr seht inzwischen tatsächlich alle, dass das, was hier als Wände eingezeichnet ist, keine regulären Wände sind, sondern dass das, was ihr hier seht, zumindest bis hierhin definitiv im Prinzip Zellen sind. Also Havel kann sich keinen Reim darauf machen, was das sein soll. Alle anderen, die nun einmal Städte und so weiter durchaus gewohnt sind, erkennen nun mal, dass hier diese Eisengitter entsprechend eben die Zellenwände, Zellentüren sind. Das heißt, die Striche, die wir hier sehen, sind keine Mauern, sondern so... Das sind Mauern. Das ist Steinmauer. Ja. Das hier ist ebenfalls Steinmauer. Ja. Und auch dahinter seht ihr jeweils Steinmauern und auch hier dazwischen. Aha. Nur das hier an der Front sind halt Eisenstäbe. Also Metallstäbe. Also da ist es keine Mauer, das ist durchweg. Das heißt, wir können in die ganzen Ding, das ganze Ding können wir reingucken, ohne toten Winkel quasi. Ja. Okay. Und sehen wir was? Steinräume.
Leere Steinräume oder? Hauptsächlich, ja. Ich würde vorschlagen, wir leuchten einmal in jede dieser Zellen rein, bevor wir uns in eine reinbegeben. Esther nickt und fängt an mit erhobener Fackel hier einmal dran lang zu gehen und einmal vor jeder Zelle stehen zu bleiben und die Fackel so ein bisschen hin und her zu bewegen. Ich mach das auf der anderen Seite mit der Öllampe. Alinde guckt in den ersten Käfig hier hinein, in die erste Zelle hinein und sieht sehr verdattert aus und bleibt da auch relativ nicht vom Donner gerührt, sondern relativ nicht wie angewurzelt, aber geht so in die Richtung stehen und guckt da rein. Und folgt euch nicht. Esther dreht sich, wenn sie bei der letzten Zelle angekommen ist und die einmal so mit der Fackel beleuchtet hat, wenn ihr nichts irgendwie besonders herausstechendes auffällt, dreht sie sich zu den anderen um und meint dann so ein bisschen verwundert, was macht ein so großer Zellenblock in einem Jagdschloss? Alinde wendet sich zu dir um und hat einen sehr ernsten Gesichtsausdruck, als sie also den Satz von Esther hört, und sagt an Esther gewandt, hatte dieser Ali eben irgendwas letzte Nacht nicht irgendwas von er wollte Kinder befreien erzählt, oder habe ich das missverstanden? Könnten wir mal erklären, worum es hier überhaupt geht? Was sind das für komische Räume? Zellen. Das sind. Ja, was sind Zellen? Gefängniszellen? Was sind Gefängniszellen? Was ist das? Verbrecher werden in so etwas eingesperrt. Oder, wie in diesem Fall, wir sind immer noch in den Ptolemidenlanden, vielleicht Sklaven. Da werden Leute eingesperrt? Ich schaue total fassungslos. Schon wieder so eine komische Städtersache. Üblicherweise sperrt man Leute ein, die ein Verbrechen begangen haben, ja. Aber bis über sie gerichtet wird. Sicher. Aber was genau hat ein... Esther kratzt sich am Hinterkopf und meint dann, nun, vielleicht, möglicherweise ist an der Geschichte von dem werten Herrn Zahir doch etwas dran. Was für ein barbarisches Land. Zahir ist in diesem Fall nicht als Nachname zu verstehen, sondern es ist ja einfach Sohn des Zahir. Also du würdest ihn auch, wenn du ihn respektvoll anredest, als Ali anreden. Ah, okay. Nur dann halt eventuell irgendwie Herr Ali oder so etwas, so wie er auch immer von Faramud redet. Er wollte ja auch nicht mit dem, mit dem Namen seines Vaters angesprochen werden. Genau. Ja, ich habe gerade irgendwie, ja, natürlich, logisch. Alinde grübelt, ob sie irgendwann jemals gehört hat aus der Gegend, dass irgendwo Kinder eingesperrt gewesen wären oder befreit worden wären oder verschwunden wären oder irgendwas. Fällt dir da irgendwas ein, irgendwelches Gerede? Von den Marktplätzen der Dörfer der Umgebung, wo sie auf Karawansereitouren irgendwie durch die Gegend gekommen ist. Also durchgekommen ist. Oh, mach eine Klugheitsprobe, weil es darum geht, dich zu erinnern, und wir schauen mal, was du würfelst. Das ist daneben. Zwei daneben. Ja, es gab ja eventuell eine versteckte Erleichterung. Ach so. Fangen wir mit dem Einfachen an. Du hast du kannst dich nicht daran erinnern, irgendetwas gehört zu haben von einer großen Menge oder überhaupt einer nennenswerten Menge an Kindern, die irgendwann mal gerettet worden wären. Mhm. Davon, dass Kinder verschwinden, hört man nun mal leider immer mal wieder. Unter welchen Umständen auch immer. Mhm. Und was war die dritte Frage, die du meintest? Naja, ob quasi rausgekommen wäre, dass Kinder irgendwo gefangen gehalten worden wären im großen Maßstab. Genau. Wenn jetzt eine Gruppe Kinder befreit worden wäre, dann erzählen die ja vielleicht, was passiert ist. Und das verbreitet sich dann oder so. Ja, etwas derartiges kommt dir nicht ins Gedächtnis. Also mir fällt nichts ein, also habe ich auch nichts zu erzählen in dem Sinne. Richtig. Okay, gut. Ja, dann bleibt Alinde still. Und geht da auch gar nicht hinter. Sie bleibt hier vorne stehen. Ich gehe vermutlich auch immer mal wieder mit einem Blick nach hinten. Natürlich. Esther guckt halt auch in die Zellen auf der anderen Seite nochmal rein.
irgendwie etwas auf dem... Ist da irgendwas in die Wände geritzt oder sowas? Oder liegt da irgendwas auf dem Fußboden? Oder sind die einfach komplett leer? Auf dem Fußboden liegt tatsächlich nichts. In die Wände geritzt siehst du auch nichts. Wobei du dir auch sicher bist, dass da die Dinge schon, also die Wände schon wirklich bearbeitet worden sein müssten, damit sie halt nach den starken Brandschäden hier noch erkennbar wäre, was da irgendwann mal eingeritzt worden sei. Sind die Türen alle offen von diesen Zellen? Die Türen von allen sind offen, ja. Mhm. Und bei einigen davon sieht es auch so aus, als wären auch die von dem Feuer halt angegriffen worden. Also hier und da ist das quasi, ich sag mal, verbogen, so die, also leicht verzogen, mhm, ist das bessere Wort, sodass man sich auch gar nicht unbedingt sicher ist, ob all diese Türen überhaupt noch wieder zugehen würden. Mhm. Wir finden, nehme ich an, auch keine Möglichkeit hier irgendwo, also wieder mal Fackeln oder Feuerkörper, sowas dergleichen, finden wir vermutlich nicht. Beides nicht, aber hier unten gäbe es tatsächlich Fackelhalterungen, wenn du das nutzen wollen würdest. Mhm, okay. Also ihr deutet auf die Fackelhalterungen, falls die anderen sie auch noch nicht entdeckt haben, und sagt, da könnten wir Fackeln reintun, falls es notwendig ist. Aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Zellentrakt hinter uns das finden oder irgendetwas finden. Kaspar ist hier zum anderen Ende des Ganges wieder gegangen, dreht sich um, hat ein erwartungsvolles Lächeln aufgesetzt und meint, dann hole ich mal eben mein Seil. Wofür? Nun ja. Mit dem unwahrscheinlichen Fall, dass ich stecke bleibe, könnt ihr mich wieder rausholen. Ich hatte schon Gefängniszellen, Bondage. Das schneide ich raus. Alinde überlegt kurz. Esther vergleicht einmal Kaspars grobe, ich sag mal, Ausmaße mit ihren eigenen. Wer von uns beiden glaubt, glaube ich, dass er die Chance hätte, nicht irgendwo seitlich an einem Stein hängen zu bleiben und von einer Lawine von Geröll begraben zu werden? Du würdest so auf Anhieb behaupten, dass du nochmal ein Stückchen kleiner sein könntest. 15. Aber ich bin ein gutes Stück schmächtiger. Richtig, aber Kaspar ist ein wenig schmaler als du. Also er hat tatsächlich von den Körpermaßen her Vorteile. Okay. Wobei du natürlich als Entdeckerin eher dafür geeignet bist, irgendwelche schmalen Gänge zu erkunden. Vielleicht, deiner Meinung nach. Vielleicht wäre es praktischer, wenn ihr euch bereithaltet, sollte etwas schief gehen. Und dann werde ich auch von der anderen Seite der Wand nicht helfen können. Aber es hält auch niemand auf, mich zu begleiten. Aber dann werden wir darum würfeln müssen, wer zuerst darf. Ja. Ist euch klar, dass dahinter die Assel noch lauern kann? Die hat sich nicht in Luft aufgelöst und ihr habt keine Rüstung und seht, was sie mit mir gemacht hat. Die kann nicht, die wird. Ja, ja, Herr Havel sagt es. Aber wenn es keine Gefahr gäbe, wo wäre dann der Spaß? Alinde seufzt und denkt sich nichts. Nichts, was ihr sehen könntet. Nun, wir werden irgendwie auf die andere Seite kommen müssen und wenn ich die Wahl habe, zwischen potenziell den kompletten Keller zum Einsturz bringen, der Decke im oberen Geschoss oder diesem Gang, dann nehme ich diesen Gang. Was sollen Herr Havel und ich währenddessen tun, während ihr dort euch nacheinander, in welcher Reihenfolge auch immer, hindurch zwängt? Na, wir werden das Seil halten und im Zweifel die zurückziehen. Sollen wir keinen Weg versuchen, von oben durch den Brunnenraum vielleicht irgendwie einen Abstieg? Es klang letztes Mal so, als würden wir nicht gefahrlos zum Brunnen kommen. Also ich bin da wahrscheinlich zu schwer für. Na gut. Ich schaue Alinde etwas abschätzend an und sage dann, mit Verlaub, aber
du bist wahrscheinlich auch zu schwer dafür. Zumindest in Rüstung. In Rüstung auf alle Fälle. Rüstung, ja. Und die lege ich auch nicht ab. Das war schon sehr, sehr wackelig, wie die leichte Esther da über den Boden gelaufen ist. Also ich würde dem da nicht trauen. Ich würde mir nicht zutrauen, bis zu dem Boden zu kommen. Wir wissen noch nicht, ob dieser Boden überhaupt irgendeine Verbindung, irgendeinen Verbindungsgang, Eingang oder sonst was in den restlichen Keller hat. Oder einfach ein Wasserloch ist. Würde ich nicht vermuten, weil sonst wäre der Keller ja unter Wasser, wenn es ein Brunnen ist. Es gibt nur zwei Wege, da darüber zu kommen. Einmal durch diesen Tunnel, wo wir nicht alle durchpassen, sondern nur die beiden Kampfschwächsten. Entschuldigung, dass ich das sage, aber ist nun mal so. Ist zurzeit so, ja. Oder halt eben von oben zu versuchen, den Fußboden zum Einsturz zu bringen, zum Teil. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Esther guckt sich mal diese Geröllwand an, lässt sich irgendwie erkennen, ob man diesen Gang potenziell noch erweitern könnte, ohne ihn komplett zum Einsturz zu bringen. Was hast du denn in... Statik, wow. Ja. Sie hat Bergbau. Auf. Das versuche ich gerade. Eins plus Höhlenkundig hatte sie, glaube ich, auch, oder? Ne? Wo steht ja. Das? Dankeschön. Ja, Bergbau habe ich auf 1 und Höhlenkundig habe ich. Also. Okay. Alles Mögliche quergerechnet, ohne irgendeine Probe. Du traust dir nicht zu, diesen Geröllhaufen hier kontrolliert, den Gang in Anführungszeichen durch diesen Geröllhaufen kontrolliert zu erweitern. Dafür bräuchte man Fachleute. Esther guckt so zu Alinde hinüber und meint dann zu den anderen: Nun, also wenn ich einer von euch geheime Kenntnisse in bergbauischen Fähigkeiten versteckt, ich würde mir nicht zutrauen, diesen Durchgang zu erweitern, ohne dass uns hier diese komplette Geröllhaufen entgegenkommt und uns begrenzt. Ich bin Söldnerin, keine Zwergin. Wir könnten natürlich den Geröllhaufen wegtragen oder abtragen, aber das dürfte wahrscheinlich 2-3 Wochen dauern. So viel Zeit haben wir nicht. Genau. Wir könnten vielleicht allesamt durch diesen Gang passen, aber das würde für unsere Söldnerin nur gelten, so sie sich dazu durchringen kann, ihre Rüstung abzulegen und ihr Schild hier zu lassen. Auf keinen Fall. Soweit ich da reingeguckt habe, würde ich sagen, ich passe da nicht durch. Nun gut, schau doch erst einmal nach, ob es überhaupt einen Hohlraum hinter diesem Gang gibt. Richtig. Vielleicht reden wir ja von gar nichts. Kaspar hat ohne Probleme auch sein Seil geholt. Gut. Dann bindet er sich das Seil jetzt um die Hüfte. Beziehungsweise bevor er das macht, wo er damit fängt, er an. Esther meint, Moment, holt aus ihrem Geldbeutel eine einzelne Münze heraus und... Ach ja, stimmt. Was vergisst. Alinde schaut neugierig, was da mit dieser Münze jetzt passiert. Ich würde sagen, wir würfeln einfach gerade ungerade. Ja. Aber legt bitte vorher fest, wer gerade und wer ungerade ist. Und legt bitte vorher fest, wer würfelt. Und würfelt ein W100. Okay. Okay, also wir würfeln einen D4. Wie langweilig. Gerade. Okay, dann nehme ich ungerade. Und Esther würfelt, weil es ist ihre Münze. Achso. Ich hätte schon gekriegt. Gilt der jetzt oder nicht? Nö, das könnt ihr beide unter euch ausmachen. Nein. Nein, der Würfel gilt, denn es ist der gleiche Random Number Generator. Dann und somit hat und gerade gewonnen. Dann bindet sich Kasper weiter das Seil um die Hüfte. Esther zieht eine kleine Schnute und läuft. Guckt auf ihre Münze und denkt sich, du fecks ungefälliges Stück. Und steckt die Münze in ihren Geldbeutel zurück. Was passiert mit dem anderen Ende des Seils? Das drücke ich Havel in die Hand. Dann lege ich meinen Speer auf den Boden, die Kerze ebenfalls, also die Lampe. Lampe. Ja.
und haltet das Seil fest. Kasper, wollt ihr die Kerze vielleicht mitnehmen? Ich werde meine Öllampe mitnehmen, damit ihr hier noch weiter Licht habt. Kasper zieht sich die Robe aus, dass er halt nur noch seine wattierte Unterkleidung, also seine Rüstung trägt, aber mit der Robe nicht irgendwo hängen bleibt. Mhm. Also er hat halt noch Hose und Gambeson und so weiter an, also immer noch bekleidet. Nicht, dass es wieder irgendwelche Verwirrungen gibt. Und bedauert schon mal, dass was er alles noch wieder zusätzlich sauber machen werden muss, nachdem er über diesen Boden rutscht, der richtig, zu 50% aus Ruß besteht. So wie die Robe nicht so dreckig. Ja. Esther geht, Esther nimmt ihren Rucksack vom Rücken und kramt aus diesem ihren Dolch hervor und drückt ihn dem Magier in die Hand. Warten Sie. Danke, aber ich habe bereits einen. Den klemmt er sich jetzt in den Mund und sagt, ich dachte, in den Mund gehört die Rose. Den klemmt er sich jetzt zwischen die Zähne und sagt, das wohl bei Swafnir. Also selbst Kasper krabbelt nicht mit einer Rose im Mund zu einer Gruftasse. Das macht nicht mal Kasper, Entschuldigung. Und das wäre dann auch ein anders betontes Arr, das er loslässt. Ja, genau. Ja. Betörenprobe statt bedrohen. Ja, steckt das Magierpapier in die Scheide, legt die Scheide so an, dass sie halt längs am Bein liegt, damit ich nicht irgendwie hängen bleibe. Mhm. Und nimmt den Dolch in die eine Hand, die ölbrennende Öllampe in die andere und versucht dann mal da durchzukrabbeln. Seid vorsichtig, Herr Magier. Ich nehme mal an, dass du die Umhängetasche hier lässt. Ja. Okay. Kasper sieht durchaus aus, als würde das, als würde er mehr Spaß haben als die letzten paar Tage zusammen. Hm. Das kann Aline nicht verstehen. Immer noch schmollend neben dem Durchgang. Aline kann das nicht verstehen und guckt auch ein bisschen von Kasper zu Esther hin und her, die es gar nicht erwarten können, als Nächste zu dieser Asse zu krabbeln. Und das ist da wirklich perplex. Esther hockt sich hin und guckt Kasper hinterher. Sex ist mit denen, die etwas wagen. Meint er noch und krabbelt rein. Gut. Rondra mit dir, murmelt Alinda. Ich gebe halt immer wieder Seil nach, damit das einigermaßen straff ist und er aber gut vorankommt. Ja. Diese Aktion setze ich irgendwo zwischen Athletik, Klettern und Körperbeherrschung an. Das kann ich alles nicht. Wollte ich gerade sagen, du hast bei allen drei gleiche Werte, von daher ist das irrelevant. Aber du darfst dir gerne aussuchen, auf welche der drei Eigenschaftskonstellationen du es abprobst. Ich gebe dir aufgrund der beengten Umstände eine Erschwernis von 2. Wenn du die Probe nicht schaffst, stürzt aber nicht gleich alles über dir zusammen. Du brauchst halt nur eventuell etwas länger oder ähnliches. 20. Die ganze Burg versinkt mit einem Erdfall. Auch die von Körperbeherrschung würfel ich dann. Okay. Mut, Intuition, Gewandtheit. Na dann, gib alles. Ja, ne? Ja, herrlich. Fex ist mit denen, die was sagen. Genau. Denn Fex hat ja schließlich auch das Würfelglück für sich gepachtet. Das war der Würfelwurf zum Reinkrabbeln. Der Würfelwurf zum Rauskrabbeln ist viel wichtiger. Nein, weil ich ja ziehe, ne? Ich ziehe ihn ja wieder raus. Du würfelst dann auch. Ja, auf Körperkraft. Mhm. Kann er. Also, du krabbelst quasi unter diesem Stein und diesem Stein. Ich bin noch am Ausfinden, deswegen seht ihr es vermutlich noch nicht. So. Mhm. Hindurch und siehst dann, dass es scheinbar sowohl in diese Richtung hier weitergeht, in einen größeren Hohlraum, also wirklich quasi auf die andere Seite des Gerölls, als auch noch unter diesem Stein hier ebenfalls weiter.
Du bist der Meinung, auch dahinter zu sehen, dass es sich noch wieder verbreitert, weißt aber nicht, wie viel mit dem 3 Meter Sichtradius deiner Kerzenflamme. Dann meine ich mal nach, also nee, lege ich den Kopf, soweit es geht, halt drehe ich nach hinten und meine, es gibt hier sogar 2 Wege. Ich nehme erstmal den linken. Also ich würde dann den hier nach hier oben. Ja. Zum ersten Hohlraum erstmal nehmen. Ich mache das mal anders. Ich weiß nur noch nicht genau wie, weil wenn ich da drauf male, dann sind eure Tokens ja da drunter, was unpraktisch ist. Ich mache das. Zwei Punkte. Ja. Hier könnt ihr durch, hier könnt ihr durch. Und hier könnt ihr durch. So. Aber bei doch, ich weiß, wie ich das mache. Ich muss nur hier einmal umstellen. Ja, Harvey möchte etwas fragen. Ja, ich wollte anmerken, dass das im Video wahrscheinlich nicht gut zu sehen ist. Ja, das ist richtig. Ja, aber ich habe gerade herausgefunden, wie ich es doch machen kann. Na dann. Hier einmal umgestellt. So, jetzt setz deinen Token mal da drauf. Funktioniert. Aha. Wunderbar. Wie geht das? Können wir das auch? Ich glaube nicht, weil nur ich Zugriff auf die 3 verschiedenen Ebenen hier in dem Programm habe. Okay. Es gibt halt eine Ebene für Hintergrund, einen für Objekte und Token und einen für mich als GM mit Notizen. Mhm. Okay, ja. So, setz dich mal hier ruhig trotzdem erstmal noch wieder hin. Denn ich schiebe halt als allererstes meine Lampe in den Raum und dann krabbel ich nach. Okay, ich kann zeichnen, er hat mir nur das Falsche angezeigt. Gut. Ja, genau, du schiebst deine Lampe erstmal rein, siehst halt hier erstmal noch wieder Geröll. Kannst allerdings hier hinter eine sehr stark beschädigte Wand erkennen. Deswegen habe ich sie auch tatsächlich gewollt so krakelig gezeichnet gerade. Hier ebenfalls eine stark angegriffene. Hier dann wiederum eine, was du auf Anhieb erkennen kannst, eine Eisentür. Doppeltür. Und dann verschwindet es eben wieder hinter dem Geröll hier. Und du kannst dir denken, dass es dann in die Steinwand übergeht, die du ja schon gesehen hast. Mhm. Die Tür ist offen oder zu? Die ist jetzt zu eingemalt. Die ist so, die ist geschlossen, wie sie auch hier dargestellt ist. Mhm. Ja, das siehst du. Dann würde ich mal mich umschauend in den Raum reinkriechen. Alinde ruft, Herr Kasper, geht es euch gut? Und will herausfinden, ob du sie hören kannst. Also sie kommt ein bisschen... ja, sie kommt... Du kannst sie ohne Probleme hören. Ja. Ich habe einen weiteren Raum gefunden. Aha, und wir hören ihn genauso gut, nehme ich an. Ihr hört ihn ebenfalls, ja. Was für ein Raum? Wieder eine Zelle? Also ein wenig Gehalt, weil er ja nicht unbedingt in eure Richtung spricht. Ja, klar. Aber ja. Ich bin mir noch nicht sicher, aber es sieht nicht so aus. Aber es sind stabile, es sind befestigte Türen hier. Befestigte Türen? Aber die Waffenkammer war doch im Obergeschoss. Wer weiß. Alles wieder still. Kasper darf gerne mal mit 3W20 würfeln. Kasper hat am schlechtesten geschlafen, hat aber so einen Glückstag heute mit dem Würfel. Abwarten.
Wenn die Assel kommt, reden wir nochmal drüber. Ja. Die schlechten Würfe kommen dann bei der Assel. Ja, ja. Genau. Das kenne ich. Hoffentlich für die Assel. Nein. Okay, dann weiß ich das. Hey, hin und wieder muss man auch mal seine Nachteile ausspielen, ne? Ja, ja. Ich halte euch nicht weiter auf, bitte. Also, ich dachte, es kommt jetzt noch irgendwas wegen der Würfe. Nein, 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 das weiß ich jetzt. Und ihr nicht. Dann würde ich mich halt mit der Lampe leuchtend einmal umschauen. Und das Seil erstmal lösen. Von der Hüfte. Er hat das Seil gelöst, sage ich. Herr Kasper, habt ihr das Seil gelöst? Ja, habe ich. Ich dachte, Esther wollte auch durchkriechen. Arlinde guckt Esther an mit großen Augen. Esther grinst. Dann zieht das. Esther steht mit genauso großen Augen bereits neben der neben dem Loch. Dann ziehe ich das Seil zurück und gebe das Ende dann Esther zum Verknüpfen um die Hüfte. Ja. Auch Esther würde ihre Sperrscheide irgendwie versuchen und sei es irgendwie, dass sie die Spitze davon seitlich irgendwo in Stiefel steckt oder sonst was, dass die halt nicht irgendwo seitlich an die Wand kommt. Ja, also es ist für dich etwas schwieriger, weil es nur mal ein Säbel ist, der ist gekrümmt. Ja, aber ich kann ja im Zweifel auch flach vom Bauch legen, sag ich mal. Genau. So, oder? Ja, oder vermutlich eher auf dem Rücken. Ja, oder da. Ja, es gibt aber auch Säbel, die nur leicht gekrümmt sind, ne? Ja, aber das hier ist ein ganz normaler Säbelsäbel. Ach so, ein Säbelsäbel, okay. Ja, ja. Nein, dann. Na gut, eigentlich ist das laut Arsenal entweder ein Reitersäbel oder ein Amazonensäbel, aber... Die sind etwas mehr gekrümmt. Bitte? Die sind laut Bild etwas mehr gekrümmt als normale Säbel. Kasper kann sich, während dort die Vorbereitungen laufen, noch weiter umgucken. Er hat ja jetzt nicht so unglaublich viel Platz da. Hat er sich einmal im Kreis gedreht und eine ganze Menge Geröll und die Eisentüren gesehen, aber mehr noch nicht. Okay, ich würde halt einmal das Geröll ableuchten, ob da irgendwas drunter liegt vielleicht. Und dann würde ich mal zu der Eisentür gehen, wenn ich unter dem Geröll nichts finde. Dieses Geröll oder dieses Geröll? Dieses Geröll erstmal. Okay. Und da bin ich halt rausgekommen. Also ich bin ja hier rausgekommen und dann habe ich halt erstmal da. Dann würfel nochmal mit 3W20. 18, 19, 20. Boah, gemischt. Okay. Dann weiß ich das. Du siehst hauptsächlich Geröll. Und außerdem Ruß. Du würfelst jetzt so lange, bis du drei schlechte Würfe hast. Und dann 20 kommt. Glaube ich auch. Dann kommt die Assel von der Decke. Jo. Ich leuchte mal nach oben, ob da irgendwas drunter hängt. Unterhalb der Decke hängt nichts. Du siehst einfach nur die steinerne Decke. Die meisten Leute gucken nicht nach oben. Das stimmt. Aline guckt nach oben. Was sieht sie? Eine steinerne Decke. Ah, ganz ohne Ungeziefer, egal von welcher Größe. Ist aber unbequem. Ich mag Wolldecken lieber. Esther kann krabbeln, wenn sie will. Ja, Esther holt ihre Fackel noch. Alinde oder so in die Hand. Ja, Alinde nimmt sie bereitwillig und fragt, Frau Esther, habt ihr euren Dolch wieder? Sicher. Okay. Esther nimmt den Dolch zur Hand und holt mit der anderen aus ihrer Hand einen kleinen Kieselstein. Keine Abenteuer. Und wenn die Assel kommt, versucht den Bauch zu treffen oder in die Schnauze hinein. Ich in Niki aufmintern zu. Ronron, Avis auf mich aufpassen, werde ich das schon hinkriegen. Und legt sich dann auf den Bauch und kriecht. Doch. Gut. Praktischerweise kann Esther Athletik, Klettern und Körperbeherrschung noch schlechter als Kasper. Geht das? Ja. Durchaus. Ich bin kein großer Freund davon, den Mittelwert zu bilden. Von daher. Ich auch nicht. Von daher tue ich das zwar im Kopf, runde aber zu deinen Gunsten auf, sodass du also wieder bei den THW bist, die bei Klettern stehen, ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu nennen, die dich noch weiter in
die Patrouille bringen könnten. Mhm. Du hast allerdings höhlenkundig, wie ja schon ein, zwei Mal heute angemerkt wurde. Ja. Von daher gebe ich dir durch höhlenkundig eine Erleichterung von 5 Punkten, die okay. du auch übrig behalten kannst. Mhm. Du hast halt aufgrund der Beengtheit auch die Erschwernis von 2. Mhm. Und auch du darfst dir aussuchen, auf welche der drei Eigenschaftszusammenstellungen du würfeln möchtest. Ich würde auf Körperbeherrschung werfen. Hätte ich an deiner Stelle auch getan, ja. Ja, dann. So, drückt mir alle Daumen. Ja. Sie wird sie brauchen. Ja. Na, so. Moment mal. Das zweite ist, glaube ich, Intuition. Ach, du ein Glück. Müsste passen. Das war kein Glück. Ja. Ich hab alle beide Daumen gedrückt. Ich habe sogar noch einen, glaube ich, über. Richtig. Wunderbar im Kopf gerechnet. Du darfst dir im Real Life darfst du dir gerne rechnen steigern nach diesem Abenteuer. Danke. Ja, auch du kommst durch. Du gehst halt die ganze Zeit über im Kopf die verschiedenen Regeln quasi durch, so nach Motto, okay, Ellenbögen unterm Körper behalten und so jetzt robben und hier und da. Die murmelt sie auch laut vor sich hin, also die geht sie nicht nur im Kopf durch. Wieso hast du eigentlich nicht Selbstgespräche genommen? Ich wollte es gerade fragen, genau das. Aber gut. Ja, auf jeden Fall auch Esther schafft es ohne Probleme bis zur Kreuzung und kann sich entscheiden, ob sie nach links möchte zu Kasper oder nach rechts ins Unbekannte. Sie würde nach rechts ins Unbekannte einen kleinen... Das, pass auf, ich gehe da nicht hin. Ich schmeiß da einen meiner kleinen Kieselsteine hin. Ich wollte nur anmerken, dass die zweite Öllampe noch bei mir steht. Ja, das stimmt. Das heißt, Esther, du bist ohne Beleuchtung. Ja, das ist richtig, aber mir müsste theoretisch wenigstens ein bisschen Lichtschimmer von Kasper entgegenkommen. Richtig, sie hat von dort aus Licht, sie hat von hinten aus Licht, ihr Körper nimmt ja nicht den gesamten Gang ein. Rechts kann sie halt nichts sehen, deswegen ist es halt das Unbekannte. Eine eventuelle Probe auf Neugier hätte ich ihr auch erschwert, aber sie möchte ja nur einmal kurz quasi den Kopf in die Richtung strecken, ein wenig schnuppern und einen Kieselstein werfen. Genau, und dann lauschen, ob irgendwie was passiert. Ja, du hörst auch hier wieder nur das Geräusch von einem Kieselstein, der auf Steinboden kommt. Und irgendwann, ja, auf Steinboden. Okay. Wenn darauf sonst nichts passiert, würde sie erstmal zu Kasper gehen. Mhm. Auch das ist halt in der Probe drin, die du geschafft hast. Von daher kannst du dich jetzt gerne auf die andere Seite des Durchgangs stellen. Gut, dann... riecht sie durch und meint dann zu den anderen nach hinten, hab's erfolgreich zu Kasper geschafft. Auf der rechten Seite der Durchgang, da hat sich nichts geregt, als ich einen Stein hingeschmissen habe. Rondra sei Dank. Wenn Kasper hört, dass sie durch ist, dreht er sich zu ihr um, verneigt sich tief theatralisch und meint, willkommen im geheimen Tresorraum der Nordlandbank. Dankeschön. Sie macht einen angedeuteten Knicks und mustert dann neugierig die Tür hinter Kasper. Hat die Tür eine Klinke oder nicht? Hat sie ein Schloss oder nicht? Wie sieht die aus? Die Tür hat ein Schloss, allerdings keine Klinke, sondern quasi so große Türgriffe. Ja, sie würde einmal die Wand daneben mustern. Die ist nach wie vor stark angegriffen. Okay, so stark angegriffen ist das eine gemauerte Wand, sodass der Putz rausbröckelt und man durch die Ritzen gucken kann? Oder ist das eine? Ja, es fehlen sogar hier und da durchaus ganze Steine.
Dann deutet sie da drauf und dann auf Kaspers Lampe. Dann leuchte ich da mal rein. Du siehst dahinter Erdreich. Ich würde mal vorsichtig... So, Moment, Entschuldigung, ihr meint... ich bin verrutscht. Nein, ihr seht dahinter tatsächlich einen weiteren Raum. Ja. Machen wir so, von welcher Wand gehst du gerade aus, dass wir reden? Von dieser oder von dieser? Von dieser hier direkt neben der Tür. Ja, genau. Tür. Gut, ja. Dann sind wir uns wenigstens einig. Ja, ja. Würden wir mal die Scharniere von der Tür angucken? Es sind große, starke, schwere Eisenscharniere. In etwa so wie die vom Burgtor, die du dir auch schon angeguckt hast. Verrostet oder noch in Ordnung? Tendenziell eher noch in Ordnung. Dann würde ich dann ein bisschen Lampenöl drauf träufeln, um halt die Belastung auf die kaputte Wand möglichst klein zu halten und dann mal gucken, ob ich die Tür aufmachen kann. Aber vorsichtig. Okay. Inwiefern aufmachen? Naja, die Griffe greifen und dran ziehen oder die Tür aufschieben. Okay, das war für mich nur... Wie die Scharniere aussehen, ob sie sich drücken oder schieben lassen müsste. Ah, okay. Ich schenke dir mal irgendeine Klugheitsprobe oder so. Die Türen sind zum Aufziehen aus dieser Perspektive. Wenn du die Scharniere sehen kannst, dann ist das immer zum Ziehen. Sonst wären sie sich selbst im Weg, ja. Ja, okay. Also ja, sie ist zum Aufziehen. Würde ich mal erstmal vorsichtig dran ziehen. Ja, wenn du vorsichtig dran ziehst, passiert nichts, was bei der Größe und Schwere der Tür aber auch nicht verwunderlich ist. Dann würde ich langsam aber sicher stärker ziehen. Okay. Dann mach eine Körperkraftprobe, die, damit du irgendeinen Effekt hast, erschwert ist um 4. Wow. Helft mir doch bitte mal, die Tür klemmt. Sicher. Esther gesellt sich zu Kaspar, greift nach dem Ring und hilft ihm beim Ziehen. Ja. Auf 3? Auf 3. Ja, dann. Wunderbar. Bis zu 2 Leute können... Moment, ach so. Der zählt nicht. Bis okay. Zu 2 Leute können auf einmal an dieser Tür ziehen. Von daher geht das durchaus. Ihr seid einander ein wenig im Weg und so weiter und so fort. Wir machen es folgendermaßen. Jeder von euch darf eine entsprechende Körperkraftprobe machen. Auch hier wieder, damit ihr irgendeinen Erfolg habt, ist sie für jeden von euch nun mal erschwert um 4. Und wenn ihr, ja, ich gucke mir dann einfach an, was ihr würfelt. Darf ich jetzt würfeln? Jetzt darfst du würfeln. Bitter. Okay. Esther hat erschwert um 4 geschafft? Esther hat erschwert um 4 nicht geschafft, nein. Okay. Ihr versucht es, ihr merkt ein gewisses Ruckeln in der Tür, also... Zumindest nicht so, als würde man versuchen, eine verschlossene Tür aufzuziehen. Und die Tür scheint an sich noch durchaus zu dieser Bewegung in der Lage zu sein, zu der ihr sie zu zwingen versucht. Aber momentan ergibt sich einfach noch nichts. Dann würde ich mal den Fuß hier gegen die andere Tür stemmen und es nochmal versuchen. Okay. Ja. Esther würde dann quasi einfach auf die andere Seite von Kaspar treten und versuchen, von dort noch zu ziehen? Ja. Okay. Für Esther ist es dann jetzt Körperkraft erschwert um 5, weil sie keinen so guten Griff und Stand mehr da hat. Für Kaspar ist es nur noch erschwert um 2. Korrigier es sogar runter, erschwert um 1 nur noch. Also die Probe zählt. Okay. Esther hat es nicht geschafft. Kaspar dann schon. Okay.
Du hast es gerade so geschafft oder noch mit einem? Gerade so. Gerade so, okay. Ja, jetzt beginnt die Tür endlich mal sich zu bewegen. Es ist noch nicht genug, dass ihr auch nur reingucken könntet, aber zumindest bewegt sie sich merklich. Die da draußen, die über nichts informiert sind, hören ein schweres Schaben von Metall über Stein. Was macht ihr da? Wir versuchen, die Metalltür hier aufzukriegen. Sie ist immerhin nicht verschlossen. Alinde, macht mal bitte, ich hasse diese Probe auch, aber mir fällt leider auch nichts Besseres ein, eine Probe auf Konstitution, inwiefern sie eine entsprechende Ruflautstärke hinbekommt, denn den beiden dröhnt es gerade richtig in den Ohren. Nein, wenn du sie nicht erleichtert hast, ist das verkackt. Also ich würde es zumindest so auslegen, dass ihr beide hört, dass Alinde irgendetwas ruft. Okay, also sobald wir die Tür erstmal nicht weiter bewegt kriegen, lässt Esther kurz los und geht rüber zu dem Loch unten und meint etwas schwer keuchend. Was? Was macht ihr da? Wir versuchen, die Metalltür aufzukriegen. Sie ist nicht verschlossen, aber echt schwergängig. War sie denn schon mal geöffnet? Guckt mal auf den Boden wegen Schleifspuren. Esther guckt rüber zu der Tür und dem Boden. Ihr seht, boah, so ganz ohne Probe, meine Güte. Muss ich euch hier für Informationen andauernd schenken? Hör mal auf zu jammern, das ist dein Job, Junge. Nein, mein Job ist es, euch euren Job möglichst schwer zu machen. Nein, dann hast du die Jobbeschreibung nicht richtig gelesen. Genau. Nein. Ihr seht tatsächlich Schleifspuren, ja. Wie breit ist der Spalt, den wir jetzt aufgekriegt haben? Ihr habt so in etwa quasi die halbe Dicke der Tür bewegt. Wow. Also wie gesagt, ihr könnt noch nicht mal reingucken in den Raum. Esther geht wieder zurück zu dem Loch und meint, ja, die Tür war schon mal offen. Es sind Schleifspuren auf dem Boden. War die Tür schon mal offen, nachdem es hier gebrannt hat? Weil. Die Schleifspuren sind auf dem Ruß und nicht auf dem Gestein. Denn Alinde fährt fort, weil, überlegt mal, Frau Esther, wenn andere Entdecker hier waren, warum sollten sie diese Tür zumachen? Da ist was dran. Andererseits ist die Frage, vielleicht konnten Sie nicht alles mitnehmen? Alinde sagt nichts. Ich verstehe nur Esther guckt Eselskarren. zu Kaspar hinüber. Muss gerade an etwas nachgucken. Ich glaube, ich weiß, was es ist und die dürfte geglückt sein. Nee, ich habe 6 drinne. Neugier ist 7, aber das andere ist, ja, aber jetzt möchte ich doch noch mehr wissen, was drin ist. So, du hast auf das gewürfelt. Okay, ja. Moment, da muss ich hinterherlegen, weil das ist grundsätzlich keine blöde Aussage. Ja, nein. Nein. Wir könnten vielleicht, bevor wir uns, wer weiß wie, abmühen, um diese Tür aufzumachen, erstmal gucken, ob der andere Weg vielleicht drumherum führt. Frage an den Meister. Moment, ich muss kurz bei Esther was anmerken. Warum sollte jemand hier zwei große, schwere Doppeleisentüren installieren, wenn literally 5 Meter weiter ein Weg außenrum wäre durch den Dienstboteneingang? Vielleicht ist es kein beabsichtigter Weg, aber hier sind Dinge eingestürzt. Okay, das ist legitim. Jetzt gerne du, Dennis, ja? Die beiden sind ja jetzt durchgekrabbelt, ja? Ja. Können die beiden abschätzen, ob ich zu ihnen nachfolgen könnte? Genauso wie sie es vorhin schon abgeschätzt haben, würdest du es nicht können. Okay. Ich werde hier gemobbt wegen meiner großen Körpergröße. Alinde erzählt dir dafür, was sie mit der Tür meint. Sagt, Herr Fischer, wenn dort Steifspuren einer Tür auf dem Ruß sind, dann ist die Tür nach dem Brand bewegt worden. Wenn Plünderer hier sind, warum sollten sie die Tür wieder zumachen, nachdem sie sie geöffnet haben?
Keine Ahnung, vielleicht weil vielleicht um Zug war oder... Oder um ein Asselnest zu verschließen. Also ja, aber dann, also, dann wenn das Asselnest von den Türen verschlossen worden wäre, dann hätten wir der Assel ja gar nicht begegnen können. Dann nehmt irgendein anderes Höhlentier. Nehmt einen Dachsotter. Einen Dachsotter? Erlinde seufzt und sagt nichts mehr. Erlinde weiß aber auch, dass diese Versiegelung einer Gruftasselkolonie recht zeitnah gewesen sein müsste, damit die Viecher da drin nicht schon alle gestorben sind in der Zwischenzeit. Ja. Egal, Erlinde sagt jetzt trotzdem nichts mehr. Der Spieler hinter Erlinde könnte Dinge sagen, aber Erlinde sagt jetzt nichts mehr. Okay. Wollen dann die beiden Schatzjäger weitermachen? Ich hebe eine fragende Augenbraue Richtung Kasper. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier rein, bevor wir weiter kriechen müssen. Nun, wir haben die Tür eh fast offen. Noch einen Spalt und es wird einfacher. Ist das seufzschwer, nickt und greift wieder nach dem Ring. Ja, für euch beide, für Esther ist es jetzt wieder nur erschwert um 4, für Kasper plus minus 0, weil die Tür quasi aus der Initialposition sich endlich mal bewegt hat. Yes. Beglückt. Mhm. Nein. Okay. Ihr schafft es jetzt aber weit genug, die Tür zu öffnen, dass, sagen wir mal, so 3-4 Zentimeter zwischen den beiden Türen ist, sodass man also tatsächlich reingucken kann. Gute Arbeit, Esther. Esther lässt sich rücklings auf den Boden fallen und atmet erstmal durch. Erstmal hebt neugierig die Lampe über seinen Kopf und spielt mal durch den Spalt. Ja, würfel da gerne nochmal wieder auf Sinnesschärfe. Wunderbar. Du siehst auch dahinter einen wieder steinernen Raum, aber du bist der Meinung, im Licht etwas funkeln zu sehen, so auf die Art, wie du es an deiner Akademie gelernt hast, sehr schön zu finden, wenn es funkelt. So ein Funkeln, das Klimpern im Geldbeutel verspricht. Kasper grinst breit. Ich glaube, wir haben Gold gefunden. Du siehst aber allerdings keine Berge davon, ne? Nur, dass das klar ist. Esther funkelt nur was. Esther holt aus ihrer Gürteltasche einen Stein und drückt ihn Kasper in die Hand und geht dann zurück zu dem Loch in der Wand, und um den anderen Bericht zu erstatten. Kasper wirft dabei den Stein durch den Spalt. Du hörst, wie es in diesem Abenteuer noch nie vorgekommen ist, das Geräusch, als wenn ein Kieselstein auf Steinboden und dann gegen eine Steinwand kommt. Hm. Du kannst derweil durchs Loch rufen. Leute, ich glaube, wir könnten hier tatsächlich möglicherweise Gold gefunden haben. Ui. Warum sollte man Gold nicht bergen, wenn die Burg abgebrannt ist? Ist da zuckt mit den Schultern, sind sich dann der Tatsache, dass die anderen sie nicht sehen können, und meint nach einer gewissen Pause, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Ich habe gehört, es soll Steine geben, die aussehen wie Gold, aber kein Gold sind. Nun, derzeit ist es ein Funkeln durch einen Türspalt in ein wenig Kerzenschein. Wenn wir die Tür ganz offen haben, werden wir sicherlich mehr wissen. Esther guckt zu Kasper zurück. Dann siehst du, dass er derweil seinen Magierstab in die Lücke zwischen den beiden Türen gesteckt hat. Was macht ihr da? Ein Magierstab ist unzerbrechlich. Die perfekte Brechstange. Oh. Okay. Pragmatismus, den kein anderer Akademie-Magier tun würde. Ja, Hebelgesetz, ne? Ich mag die Rivana. Ja. Und er hat auch genügend Rechnen, um auf solche Ideen zu kommen. Esther
murmelt in etwas unter Punkt vor sich hin und schüttelt den Kopf. Frage, Esther. Sicher? Nein, Entschuldigung, Rebecca. Hast du Esther abgeleint? Oh, nein, die ist immer noch angeleint. Ach so, okay. Da hat sie nicht drüber nachgedacht, das war in dem Moment nicht wichtig. Es sei denn, das Seil spannt, dann hättest du es dann schon abgemacht. Nö, es spannt ein wenig, aber sobald du dann wieder zurückgehst, um Bericht zu erstatten, lockert es sich halt wieder. Und ich ziehe dann nach und dann muss ich ewig wieder nach, wenn du wieder wegläufst. Also das ist also bisschen, immer ein kleines bisschen. Bisschen nervig. Esther merkt das erstmal so nicht. Wenn man sie nicht drauf anspricht, bleibt das erstmal dran. Ja, ich spreche sie nicht drauf an, weil es ist halt meine Aufgabe, dich am Seil zu sichern. Und, ja. Perfekt. Dann kehrt Esther zur Tür zurück, oder? Ja, wenn von den anderen soweit erstmal nichts weiter kommt. Okay. Sie hält ein bisschen Abstand, um bei Öffnung der Tür nicht irgendwie einen mit Schwung frei gearbeiteten Magierstab ins Gesicht zu bekommen oder so. Das dürfte dir nicht passieren, also das heißt, du würdest nicht mithelfen dieses Mal. Wenn ich irgendwie eine Möglichkeit sehe, das hinzukriegen, ohne ihm dabei ins Gehege zu kommen? Auf jeden Fall, leichter als vorher. Okay. Dann haben wir einen langen Griff. Dann würde Esther wieder nach dem Türringgriff, wie auch immer, greifen. Nee, greif nach dem Stab. Genau. Für Kaspar ist es jetzt eine Körperkraftprobe erleichtert um 3. Für Esther ist es nur noch eine Körperkraftprobe erschwert um 1. Okay. Muskelmagier. David. Also wenn das so weitergeht, noch 20 Mal würfeln und die Tür ist auf. Ja, das war jetzt auch die letzte Runde. Ich wollte nur gucken, quasi, wer von den beiden jetzt mehr beiträgt. Es ist definitiv Kasper, der nun mal durch seine Brainpower die nicht ganz so stark vorhandene Muskelpower ausgleichen kann. Und Esther merkt also, wie sich die Tür bewegt, kann sich das auch gerne zumindest in Teilen selbst anrechnen. Wir auf Metaebene wissen, dass also Kasper es ist, der nun mal entsprechend diese Tür in Bewegung gesetzt hat. Und so bis hierhin in etwa lässt sie sich auch ohne Probleme öffnen. Dann würden die beiden erstmal wieder verschnaufen, aber haben auch mehr als genug Platz, jetzt einzeln hineingehen zu können. Esther meint schweratmend nach hinten zur der Tunnelöffnung. Tür offen. Sehr gut gemacht, Esther. Indem er im Start war, gut. Ja, aber der Muskelschmalz kam von euch. Sie zuckt mit den Schultern, grinst leicht. Ja, Aline sagt nichts, tut nichts. Kabel hält immer noch das Seil. Dann leuchte ich doch mal in die geöffnete Tür rein. Du siehst... So. Und lausche mal, nachdem das Klingeln in den Ohren weg ist. Und ich bedeute Esther, das Gleiche zu tun. Die Wände sollten gerade sein, aber ignoriert das. Sie sind auf jeden Fall halt wieder nicht mehr vom Feuer angegriffen. Auch innen ist der Fußboden halt nicht rußgeschwärzt. Und du siehst halt hier und da vereinzelt mal ein Funkeln. Aber insgesamt ist auch dieser Raum größtenteils leer. Du kannst allerdings hier und da noch Spuren erkennen, als hätte hier vielleicht mal etwas gestanden, so ein kleines Podest vielleicht, also nicht für eine Person, sondern Podest so im Sinne von für eine Büste oder eine Vase oder so. Vielleicht war auch mal die ein oder andere Wandhalterung hier drin. Könnte eine alte Schatzkammer oder sowas sein. Wer montiert eine Schatzkammer direkt neben den Zellentrakt?
Wer hat ein Alchemielabor direkt neben dem Haupteingang? Ja, Esther würde, wenn Kaspar den Raum nicht betritt, würde sich Esther an ihm vorbei in den Raum drücken. Ja. Und das Seil spannt. Kaspar ruft noch zurück, wir sehen uns den Raum mal an. Ja, und im genau. Wenn er dann fast über das Seil, das um Esther gebunden ist, stolpert, wird er dann meinen, du bist übrigens noch angebunden. Und sie macht sich das Seil von der Hüfte los. Vorher macht Esther einmal einen Schicksalswurf. Unangenehm wird es bei 17 und höher. Ruhe auf den billigen Plätzen. Das war ein Schwein. Okay. Das Ganze hat noch rechtzeitig funktioniert, dass das Seil sich nun mal hier nicht irgendwo gespannt hat und dann Moment, ich würde gerne einen Klugheitswurf machen. Weil? Ich ahne warum. Weil? Mach mal. Darf ich? Ja klar, alle. Erstmal sagen, warum. Nein, okay. Das sagst du dem Meister nicht, du würfelst erstmal. Dann geht der Buch aber nicht. Sorry, Meister, aber Gewirr ist mein König. Oh, das kommt jetzt best of. Oh, ich merke, wie das Seil locker wird und ziehe es komplett zurück. Alinde schaut dich an, hat genau das erwartet und sagt, das war schlau. Wieso? Ja, wie sollen sie sich das Seil jetzt wieder umbinden, wenn wir sie zurückziehen sollen? Oh. Ja. Alinda verdreht die Augen. Tut mir leid. Ja. Das tut es mir auch. Ich habe genau Alinda geht die Treppe hoch, sie hat keinen Bock mehr. Als er sagte, ich möchte einen Klugheitswurf machen, habe ich exakt genau gewusst, worauf er würfelt. Deswegen habe ich gesagt, er soll jetzt erst würfeln, bevor Patrick weiß, worum es geht. Das bei Ruhe, wenn er sieht, dass das Seil in die Dunkelheit davon schnellt, meint dann noch. Wollt ihr irgendwo hochklettern? Oder kommt Alinde doch nach? Nee, Kaspar muss dafür erstmal auf 3 negative Eigenschaften von ihm würfeln, dass er nicht von der vermeintlichen Schatzkammer vor sich eingenommen ist. Okay. Dann, ich denke mal, Kaspar weiß, welche 3 Werte ich meine. 1, 2, vermutlich 3. Dann würde ich in der alphabetischen Reihenfolge würfeln. Einen 4. könnte ich auch noch nehmen. Wir nehmen 7766. Na dann. 4D20. Okay, dann 7766. Genau. Ja. Wow. Wow. Schön, dass wir die ganzen Werte jetzt los sind. Okay, ja, Kaspar bemerkt tatsächlich, dass das Seil wegschnellt, aber mit der Geschwindigkeit einer sich verdünnisierenden Python. Ja, dann sagt Kaspar genau das, was er gerade gesagt hat, wird sich dann aber Richtung Raum orientieren. Weil hören tut er sie ja noch, wenn sie zurückrufen. Ja. Ich zucke mit den Schultern und roll das Seil ein. Und Alinde sagt, bindet das Seil an die Spitze eures Speers, geht dann zum Loch und ruft, Frau Esther, seid ihr noch da? Esther dreht sich wieder zu dem Loch um und... Esther war ja schon in dem Raum. Genau, du bist ja vor mir in den Raum rein. Stimmt, ja. Deswegen habe ich das Seil ja bemerkt, weil es ja mir um die Füße ist. Deswegen, also das... Verhalt. Kaspar würde es noch hören, weil er ja nicht so gebannt ist wie Esther. Dann dreht er sich nochmal um und meint, sie ist schon im Raum. Wir möchten euch gerne versuchen, das Seil noch einmal zurück zu schaffen. An der Spitze vom Speer vom Herrn Hafen. Der Gang macht eine Biegung, das wird nichts. Gut, dann sagt Alinda nichts, man hört nichts mehr. Okay. Dann ab in den Raum, bevor Esther im Dunkeln über irgendwas stolpert. Diese ganze leere Boden fordert zu stolpern ja geradezu auf. Ja. Hey, auf einer Handteller großen Goldmünze kann man auch ausrutschen. Handteller groß, ja, genau. Ich versuche überhaupt nicht, den Meister zu beeinflussen.
Wen oder was ihr findet, da kannst du mich nicht beeinflussen. Ich habe schon längst Werte, gegen die ihr jetzt würfeln könnt. Es ist ja auch nicht unser, es gehört ja sowieso alles Faramut. Nein, das stimmt nicht. Bargeld nicht, nur anteilig. Ja. Ihr dürft euch jetzt gerne, ihr dürft jeder, oder nein, insgesamt dürft ihr dreimal würfeln. Ihr dürft jetzt gerne euch einigen, wer wann würfeln darf. Also, wer ist schuld am Ende? Darum geht's jetzt. Ich würde sagen, da Esther zuerst in den Raum ist, du würfelst sie zuerst, oder? Okay, dann Esther, Kasper, Esther in der Reihenfolge. Dann darf Esther jetzt mit 3 W3 würfeln. Da wir hier keine W3 haben, nehmen wir halt W6. Okay, 3 Stück. Mhm. Okay. Ich glaube, hoch ist gut, Esther. Mhm. Ja, und sagte, hoch ist gut. Simon ist jetzt übrigens Buchführer. Das sind also 1, 3, 5. 5 Dukaten, die ihr findet. Das trage ich einfach mal als Beute für Faramut mit dem restlichen Geld, was sie so gefunden haben, ein. Perfekt. Das habe ich nämlich auch schon aufgeschrieben gehabt. Mhm. Und sobald er damit fertig ist, darf er 2 W10 würfeln. Das sind dann also 12 Silber. Und Esther darf noch mit 3 W20 würfeln. W20, na dann. Jetzt versuch bitte so zu würfeln wie Kasper eben mit seinen 4 W20. Mhm. Ja, okay, insgesamt doch ja ganz gut. Das sind dann also nochmal, wenn ich mich nicht verrechne, 35 Kupfer, die ihr findet. Das steht genau drunter. Ja. Ja, aber das ist ja die einfache Variante. Das, außerdem müsste man das sehen. Dann sind wir momentan an gefundenen Geldmünzen bei 5 Dukaten, 17 Silber und 39 Heller. Also wow. Beide, was wir insgesamt in der Burg gefunden haben. Das ist mehr Geld, als Havel jemals in seinem Leben gesehen hat auf einen Haufen. Ach ja, stimmt. Heller, nicht Kreuzer. Kreuzer waren noch drunter. Kreuzer sind nicht Eisenmünzen. Ja, ja. Ja, also das findet ihr hier halt überall durch den ganzen Raum verstreut, den ihr halt mit eurer einen Lichtquelle sorgfältig absucht und halt alles Mögliche dann vom Boden eben auflest. Kasper grinst wie ein kleines Kind, das eine Süßigkeitenwarenlagerkammer gefunden hat und meint zu Esther, na also, endlich mal etwas Glück. Doch. Esther mustert im Schein der Leuchtquelle die Wände und guckt, ob irgendwo eine, ja, irgendetwas ist, wo man eine besonders möglicherweise wertvolle Schuppe oder ähnliches, ich meine, das ist die Schatzkammer, wenn man so etwas irgendwo lagert und es nicht das Alchemielager ist. Und der Alchemist hat ja schon einen losen Stein gehabt, wo er etwas drinnen versteckt hat. Mhm. Alle Überlegungen der Art müssen leider noch ein wenig warten, denn wir haben schon wieder Gewirrlänge. Woran Gewirr gänzlich unschuldig ist, möchte ich hinzufügen. Ja, yeah. Das würde ich jetzt auch sagen. Aha, da hört ihr's. Also ich würde ja eher schuldlos sagen, also unschuldig eher nicht. Nee, natürlich würde ich das auch sagen, weil es ja richtig ist. Ja, und damit kommen wir zur Namensfindung dieser Episode und ich schlage Krabbelgruppe vor. Ein Funkeln im Dunkeln. Oh, das ist schön. Ich würde sagen, der größte Schatz des Jahres. Dieser Optimist. Da das Jahr gerade erst vor 15 Tagen angefangen hat, könnte das sogar sein. Ja. Goldfieber. Ich finde, Funkeln im Dunkeln ist schön, das nehme ich. Ja, Funkeln im Dunkeln finde ich auch schön. Genau. Ich möchte trotzdem meinen Vorschlag noch offiziell darlegen. Ja. Ich hätte nämlich vorgeschlagen, Geheimversteckalarm die zweite. Ja, das ist nicht so schön. Das machen wir dann, wenn wir die Schuppe finden oder Kinderleichen oder sowas. Das war ja auch kein Geheimversteck. Kommt also, ja noch. Die lagen ganz offen, die Münzen auf dem Boden. Ja. Nö, aber man musste den Gang dahin finden. Da ruft Gwör ja auch einen Geheimversteckalarm. Natürlich, aus. Das hat ja auch Bing gemacht quasi, als wir untergelaufen sind. Und zwar rosa hervorgehoben, wie wir hier unzweifelhaft sehen.
Es ist Purpurn. Ja, Purpurn, wie auch immer. Und apropos Purpur, wir sind immer noch auf der Suche nach einer purpurnen Schuppe. Dukaten hin, Dukaten her. Und ob die wackeren Entdecker in diesem Winkel des Gewölbes die Schuppe finden werden oder vielleicht doch erst im nächsten, übernächsten, übernächsten Raum, sehen wir in der übernächsten, übernächsten Episode. Aber es geht erstmal weiter mit dem nächsten Teil. Bis dahin.